Willkommen hier bei Greybird auf meinem Channel. Ich wollte euch mal Planet Base zeigen. Oder zumindest meine Planet Base. Ich habe das beim anderen Let's Player gesehen, der hat das gespielt und ich wollte es auch mal probieren. Und naja, ich habe das auch mal probiert. Und ich wollte euch mal meine Basis zeigen. Also viel mehr kann ich nicht machen, meine Frames brechen langsam ein. Die Basis hat so ein gewisses Limit erreicht inzwischen. Ich habe 387 Kolonisten und 739 Roboter. Ja, also doch schon relativ derb. Hier vorne befindet sich mein Raumhafen. Naja, mein kleiner Raumhafen. Mit der Wachstation. Also alles, was hier so an Typen reinkommt, an Intruders, an Eindringlingen, wird einfach umgenietet. Die haben keine Chance. Ich habe hier extrem roboterlastig gebaut, also ganz viele Halbleiterfertigungen. Also, naja, eben damit ich viele Roboter bauen kann. Ich wollte mal so viele Roboter bauen, wie ich hinkriege. Und da ich die Basis nicht großartig weiter ausdehnen kann, würde ich sagen, habe ich so langsam mein Maximum erreicht, mein Limit. Da bräuchte ich einen stärkeren Prozessor für, um weiter expandieren zu können. Also es macht zumindest keinen Spaß mehr, jetzt noch großartig zu expandieren. Hier sind meine Minen, auch hier mit vielen Zugängen und weil ich ja viele Roboter habe, auch hier dementsprechend Wartungsstationen. Da seine. Ach ja, und worauf ich relativ stolz bin, ist, dass meine Basis extrem ausbalanciert ist. Also, naja, praktisch alles, was meine Basis hier erwirtschaftet, geht in Roboter. Und selbst die zerfallenen Roboter gehen wieder in Roboter. Nur Heilmittel produziere ich mit der Zeit einen kleinen Überschuss. Und damit kann ich auch handeln, wenn ich möchte. Also da ich das Ganze einfach auch laufen lassen kann, stundenlang in meiner Abwesenheit, ohne dass ja was passiert, habe ich auch ziemlich viel Kohle angehäuft. Und das ist auch ein fantastischer Test, um zu sehen, ob das gut ausbalanciert ist, wenn man das so lange ohne Aufsicht laufen lassen kann. Ich habe hier keine Kolonisten jetzt erlaubt, weil die zerstören mir mein Gleichgewicht. Da muss ich immer rumfiddeln, dass das wieder schön ausbalanciert ist. Aber so läuft es erstmal ganz gut. Ich habe die Kartenränder etwas erforscht hier. Hier so, hier ist genau der Kartenrand dann. Der geht hier hoch, so schräg. Hier sind die Gebäude auch am Kartenrand. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwas abzuschießen, ist bei 99%. Also hin und wieder kommt mein Asteroid durch. Aber die Verluste sind nicht so groß, dass es mein Gleichgewicht aus der Bahn wirft. Selbst wenn mal 14 Mann oder sowas auf einen Schlag sterben. Kein Problem. Ich habe genug Personal. Ah ja, das Personal. Das Personal. Was habe ich denn? 49 Arbeiters. Damit die Bioplastik und Eisen herstellen. Also Metall. 114 Biologen, irgendwas muss gegessen werden. 132 Ingenieure, na klar, so viele Roboter müssen erstmal gebaut werden. Und die müssen immer wieder gebaut werden, weil hier an der Seite sieht man ja auch immer wieder, wenn es Ping macht und einer den Geist aufgibt. 57 Wachen, um hier vorne meine Wachstation voll zu machen. Das habe ich hier so gelöst, dass hier so eine Pads sind. Da setzen die sich gerne ran, um dann eben zu überwachen. Und dementsprechend halten die sich auch hier in dem Bereich auf. So dass wenn Eindringlinge kommen, die werden einfach niedergemäht. Die haben keine Chance. Ich wünschte, ich könnte hier welche anlocken, aber das geht nicht so einfach. Das kann man sich nicht wünschen, dass man einen Angriff kriegt. Ich würde dir gerne so einen kleinen Angriff zeigen. Na, haben wir zufällig Glück? Und die Framerate ist inzwischen in einem Niveau angelangt, wo es keinen Spaß mehr macht. Nee, die sind hungrig und durstig. Intruders sind immer kerngesund. Was man auch machen kann, wenn Intruders kommen, einfach alle Schotten dicht machen. Also das mache ich jetzt nicht mehr, weil so viele Schotten, wie ich hier habe, dann kommen die nicht rein und ersticken einfach außerhalb der Basis. Auch eine Möglichkeit, um die loszuwerden. Ist nicht die feine Englische, aber ist möglich. So, die Basis ist sehr ausbalanciert, auch von Sauerstoff. Ich habe ja die Sachen auch getrennt. Hier sitzen die Arbeiter. Hier in dem ganzen Bereich hängen die Arbeiter rum. Hier sind die ganzen Fertigungsanlagen für die Rohstoffe. Hier, hier, hier.
hier so Bioplastikherstellung. Und die Biologen, die durchwachsen das einfach. Das auch, weil hier sind die großen Biodoms. Biodom, 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 Biodom. Hier hatte ich noch weiter geplant zu expandieren. Hier bin ich noch nicht fertig. Deshalb habe ich hier auch die nächste Bioplastanlage gebaut, weil hier könnte dann noch ein großer Biodom wieder hin, dass dann Bioplast gleich darüber getragen werden kann. Ach ja, was ich nicht gebaut habe, sind diese anderen Kajüten. Also, ich habe nur Schlafsäle. Irgendwie bringen die Kajüten gar nichts. Das ist Zeitverschwendung. Die Leute laufen nur ewig, weil die sich ihre Betten idiotisch aussuchen. Und von wegen hier, naja, Status. Ich habe das Gefühl, die Leute fühlen sich wohl damit, dass sie hinreichend Bier haben. Also alkoholisches Getränk. Und gemeinschaftliche Schlafkajüten, also Schlafsäle. Da fühlen die sich irgendwie gar nicht so schlecht mit. Kann man vielleicht verstehen auf so einer Mondbasis. Das hier ist übrigens der letzte Planet. Der Start ist ein bisschen hibbelig gewesen, aber ansonsten auch kein Problem. Nur ein bisschen Geduld haben. Hier stelle ich das Fleisch her. So viel Fleisch kriegen die nicht von mir. Aber das Fleisch ist immer ein schönes Maß. Wenn das Fleisch sich ein bisschen anhäuft, dann weiß ich, dass ich hinreichend Lebensmittel produziere. Wenn das Fleisch auf Null geht, weiß ich, muss unbedingt die Lebensmittelproduktion erhöhen. Ist ein super Index. Ja, Bier, Bar, Sauerstoff, 19%. Ja, man muss bei großen Basen aufpassen, dass die Verteilung des Sauerstoffs funktioniert. Selbst wenn man genug Sauerstoff theoretisch herstellt für alle Leute, kann es durchaus passieren, dass in irgendeinem Bereich zu viele Leute rumhängen und man dann dort Sauerstoffmangel hat. Deshalb habe ich zum Beispiel... wo habe ich es denn? Hier. Hier ein Bett rausgenommen und hier auch ein Bett rausgenommen. Ansonsten ist die Konzentration von Leuten, wenn die hier alle drinnen hocken, zu hoch und kriegen Sauerstoffmangel in der Ecke hier. Obwohl, ich glaube, das war bevor ich den Sauerstoffgenerator hier gebaut hatte. Wahrscheinlich müsste es jetzt gehen. Ah, wir bauen mal hier das Bett rein. Obwohl, eigentlich kann ich es auch lassen. Ich mache hier sowieso nichts mehr mit dem Spiel. Das ist fertig. Oh, kriege ich es überhaupt hin? Oh, ich habe die so eng gebaut, um hier möglichst alle Plätze voll zu machen. Gar nicht so einfach, noch ein Bett da reinzufitteln. Und das hakelt jetzt auch schon, weil es einfach zu viele Bots sind. Zack. Ja, das crowded hier richtig schon. Und es hakt. Es macht einfach keinen Spaß mehr, noch weiter zu spielen. Deshalb zeige ich das einfach mal. Hier, wie voll das überall ist. Die meisten der Bots... Oh! Angreifer! Na los, zeigt euch! Hier seht ihr, die werden einfach niedergebotzt, die haben keine Chance. 7, 8, 8 Eindringlinge entdeckt, 8 Eindringlinge getötet, war's das schon? Jo, war's schon. Keine Verluste, wie üblich. Da war noch einer. Na toll. So schnell kann man sich gar nicht bewegen, wie die getötet werden. Und die gehen jetzt hier alle in Heilung. Hier drüben habe ich meine Sani-Station. Hier werden die Medikamente hergestellt und hier werden die eingelagert. Möglichst sauber. 28% musste ich hier noch wieder mal was rausverkaufen. Aber weil ich das Spiel auch manchmal 1, 2, 3, 4, 5 Stunden oder so in meiner Abwesenheit habe laufen lassen, um zu sehen, ob es gut gebalanced ist, habe ich hier einen Haufen Kohle wegen der Touristen. Das hat sich dann richtig aufgehäuft in meiner Abwesenheit. Aber ist schön, wenn das so stabil eingerichtet ist, dass es einfach laufen kann. Kann ja natürlich auch handeln, ist gar kein Problem. Die Bot-Armee, die macht das super schnell alles. Ziehen dann sofort los. Ja, Medikamente. Mein Überschussprodukt eben. So. 10 Stück. Gleich kommen die Bots. Da sind sie schon. Also, sie fangen zumindest an. Na los, Jungs. Okay, plus, 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 plus. Mal sehen, wie die Framerate sich entwickelt. Hurra, 5 Frames. Wow. Ja, also plus 4 Frames. Ja, das ist ziemlich düster. Das ist keine zugbare Geschichte mehr. Einfach zu viele einzelne kleine Viechers hier. Die ganzen Bots, die meisten stehen sowieso rum und wissen nichts mit sich anzufangen. Auf dieser Welt gibt es natürlich nur Solar, weil hier keine Atmosphäre ist.
Und diese Solar Flares interessieren mich auch nicht, weil ja, die Bots nehmen ein bisschen Schaden. Aber naja, Schaden können sie von mir aus ein bisschen nehmen. Ich habe genug davon. Ich habe 737 Bots. Was soll da schon passieren? 100 Transportbots, 20 Baubots und 30 Bohrbots würden schon reichen, um hier für mich den Support zu machen. Und meine Leute fassen keine Kisten an. Keine Chance. Niemals. Dafür sind Roboter da. Nicht Menschen. Menschen brauchen nichts tragen. Allein wenn ich hier schon hergehe, wo alles so crowded ist, bin ich schon wieder bei 7 Frames. Nee, das ist einfach nicht mehr spielbar so. Deshalb zeichne ich jetzt nochmal kurz auf hier. Sauerstoffgehalt 18%. 18%, aber ein bisschen tiefer als dort. Ja, ich habe jetzt die beiden Betten hier wieder hergestellt. Und wie wir sehen, sind die Betten inzwischen auch da. Haben sich freiwillige Bots gefunden, die das gemacht haben. Jo, aber ich glaube, das war's auch soweit. Ich könnte jetzt ja noch viel erzählen, wie ich das gebaut habe, wie oft ich umgebaut habe. Und Gebäude gebaut und wieder abgerissen habe. Ja, hier habe ich eine einzelne Luftschleuse. Die könnte ich natürlich auch hier rausnehmen und irgendeinen kleinen anderen Tönnef hier hinsetzen vielleicht. So ein kleiner Luft... Naja, wahrscheinlich würde der nicht passen. Aber hier so ein Sportcenter, so ein kleines, würde hier reinpassen. Ja. Ach ja, und hier meine Ingenieure habe ich komplett in dem Gebiet hier konzentriert, damit die nicht alle immer überall durch die ganze Basis latschen. Hier habe ich natürlich zwei große Med-Stationen, Krankenstationen. Das sorgt dafür, dass wenn ich hier so ein großes Ding annehme, so ein Spezialschiff, vielleicht kriegen wir da doch noch eine Anfrage. Naja, ich kann nicht plussen, das kann man sich nicht angucken, wenn ich hier plusse. Das ist schon so schlimm genug. Aber wenn ja so ein Spezialschiff kommt mit Leuten... Ah... Sowas wie das hier, große Gruppe, dann könnten die, wenn hier 14 Mann kommen, sich auf die Stationen verteilen und gleich hier behandelt werden. Und von da drüben kommen die Mediziner. Wenn hier so eine große verstrahlte Gruppe kommen würde, hätte ich damit genug Zeit, um alle zu heilen. Dass wirklich keiner drauf gehen muss. Meine eigenen Leute verletzen sich ja nicht mehr. Auch hier von der Gesundheit ist alles supi. Sehr balanced. Okay, bei Bier muss ich jetzt nicht gucken, ob da auch normale Nahrung bei ist. Ah, Salat, Salat, Pasta, Pasta. Super. Was haben wir hier? Auch Salate und einmal Grundlagen. Ja, diese Generatoren, was nicht mehr verarbeitet werden kann zum richtigen Gericht, wird zu Grundlagen umgebaut. Das sind bestimmt Grundlagen. Ne, auch Pasta. Also, jo. Kann ich jetzt nicht meckern, alles soweit in Ordnung. Und ich habe überhaupt nichts zu tun, ich kann ja einfach zugucken. Ich würde das wahrscheinlich sogar noch weiter treiben, wenn die Framerate nicht langsam einfach nur noch eine Katastrophe ist. Aber so macht es einfach keinen Spaß, das noch größer zu machen. Und wie man sieht, fallen hier ständig irgendwo Bots auseinander. Bei so vielen Bots ist das einfach unvermeidlich, dass sie auch ständig wieder zerfallen. Ja, wieder einer kaputt. Können ja hier mal in so eine Produktionsstation reingucken. Und es ist einfach nur noch crowded. Es ist eine Katastrophe. Und es ist einfach nur, naja, Einzelstandbilder überall. Nee, das Spiel ist für mich zu Ende. Man sieht, es geht überhaupt nicht mehr vernünftig hier mit dem Bewegen und Aufzeichnen und so. Nee. Es ist nicht mehr machbar. So, aber damit beende ich das für heute und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Tschüss denn. Bis dann. So, Spiel verlassen. Ja.